Die VU Feldkirch hat sich am 14. Februar 2019 schriftlich offiziell um Aufnahme in die Erste Bank Eishockey Liga für die Saison 2019-20 beworben. Am Samstag darauf steht die VU dem HC Fassa zum AHL-Duell gegenüber. Die Feldkircher starteten sehr ambitioniert ins erste Drittel und drücken von Beginn an Richtung Gästetor. Zunächst hält aber die Defensive von Fassa dagegen. Mehr als Entlastungsangriffe zeigten die Falken in den ersten Minuten nicht. Die Hälfte des Startdrittels ist absolviert, als Stephen Bernstil im Powerplay auf 1:0 stellt. Keine zwei Minuten später macht Kevin Puschnik ebenfalls in numerischer Überlegenheit den zweiten Treffer für die VEU. Das zweite Drittel ist gerade mal drei Minuten alt, da trifft Dylan Stanley nach perfektem Kombinationsspiel mit Bernstil zur 3-Tore-Führung. Auch dieser Treffer fällt im Powerplay. Nur 34 Sekunden darauf ertönt die Torsirene der Vorarlberghalle erneut. Kevin Puschnik stellt mit seinem zweiten Treffer auf 4:0. Wenig später sind die Gäste erstmals in Überzahl und schlagen prompt durch ihren Topscorer Diego Iori zu. Damit ist aber in diesem Mitteldrittel noch lange nicht Schluss. Zur Spielmitte erzielt zunächst Smail Samardzic das 5:1 für Feldkirch. In weiterer Folge legt Iori mit dem zweiten Powerplay-Tor für die Gäste nach. In einem weiteren vierminütigen Powerplay der Gäste fallen erneut zwei Treffer. Zuerst ist VU-Goalgetter Robin Sudek mit einem Shorthander zur Stelle. Kurz danach trifft Iori zum dritten Mal in Überzahl. Den Schlusspunkt im mittleren Abschnitt setzt Gran mit dem vierten Tor für die Gäste. Dominik Divis, der den Feldkircher Kasten hütet, muss sich ein weiteres Mal geschlagen geben. Im Schlussdrittel tun die Falken alles, um die drohende Niederlage abzuwenden. Feldkirch lauert auf Konter und geht es zunächst etwas gemächlicher an. Ein gefährliches Spiel, das sich fast rächt. Dylan Stanley hat die wohl endgültige Entscheidung auf der Schaufel, trifft jedoch nur Metall. Gran macht mit seinem zweiten Tor das Spiel weiterhin spannend. Schlussendlich reicht es aber für die Hausherren doch zum Sieg und damit zu wichtigen Punkten. Nach einer 4:0-Führung siegt die VU Feldkirch gegen den HC Fassa schlussendlich knapp mit 6:5. Ja, es war schon eine enge Partie noch am Schluss, weil sie haben schon erdrückt. Im zweiten Drittel haben wir halt ein paar blöde Fehler, also ein paar Strafen gemacht. Das hat uns gekostet, aber sonst war es gut. Wir müssen so gut wie möglich die Saison anschließen, auch wenn es schon aussichtslos ist jetzt, sind wir schon fix draußen. Wir haben versucht, das Beste zu geben. Die Kräfte waren am Ende, halt wir waren am Ende für die letzten zwei Auswärtsspiele, weitere Auswärtsspiele. Das hat dann wahrscheinlich einen Ausschlag gegeben.